So, meine Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von My Time at Portia. Weiter geht es. Und wir schauen, was wir so machen können. Ganz viele Carbonstäbe waren sehr gut. Nach dem Schlafen ist immer super. Super viel Zeit vergangen. Ich kann einen Stahlrahmen machen. Diesen Flaschenzug brauchte ich die Lagerung. Allerdings brauche ich noch eine Lagerung, das merke ich gerade. So, insgesamt drei. Aber noch Zinnlegierungen. Die habe ich da. Hätte ich gestern Abend vielleicht noch starten können. Ne? So, der Lehm ist auch fertig. Sehr schön. Ich kann ja also noch 5 Stunden etwas machen. Aktuell ist hier noch ein bisschen Strom da. Ein bisschen Leder vielleicht. Zweimal. Und dann packen wir hier erst einmal rein die, nee, die nicht da, sondern die Stahlrahmen. Und da brauchen wir noch diesen Flaschenzug. Sehr schön. Pferdchen, komm. Wo treffen wir uns eigentlich heute? Achso, an der Bernsteinbrücke da. Werden wir uns treffen. Heute um 18 Uhr, glaube ich. Das mache ich auch nur, um diese Kamera zu kriegen. Wie nichts anderem. Ah, ich muss zu Angie darüber. Gehen wir da mal hin, damit ich mir nämlich die nächste Mission krallen kann, die mir sehr viel Zeug bringt. Hey Albert. Let's see here. Not too shabby. Not too shabby. 1200 Gold. Und 120 Rufpunkte. Oh ja, da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen ranhalten hier. Eine neue A-Mission noch machen für die Stadt. Bevor sich Higgins alles krallt. Die Frage ist, was können wir jetzt noch machen? Verschwinde, Mann. Armstrecker? Das ist nicht die Stadtmission. Brückenlampen, Kabel und Stahlrahmen. 2400, 5000 Erfahrung. Ja, warum nicht? Machen wir 8 Stahlrahmen. Na, ah, ich habe die andere Mission vergessen. Ah, ich bin so ein Noob. Wenn die Ladezeit nicht so heftig hoch wären, wie ich finde. Bücherregale. Armstrecke. Ein Kräuterzaun. Ich habe, glaube ich, einen Armstrecker. Ich habe jetzt ja keine Ahnung, wo ich meine Monatspunkte sehe. Da sind ja immer nur Jahrespunkte angegeben. Okay. Let's go. Um die Stahlrahmen zu machen, brauche ich nochmal mehr Schweißstäbe. Und ganz viel von den Carbon-Stahlbarren, ne? Hier Bücherregale machen wir mal. Mhm, wahnsinnig viele davon. Passt schon noch. So, dann haben wir das fertig. Den Baukran werden wir gleich fertig haben. 6 Stunden. Macht das mal weg hier. So, in 2 Stunden ist fertig. Dann reicht nämlich der Strom auch noch. Die beiden Ballen und was? Sam und Remington. Ich habe auf jeden Fall super viel Gold wieder. 1886. Und die Mission bringt mir jetzt auch nochmal 2400. Das ist schon viel. So, du möchtest die Bücherregale haben, kriegst du. Hallo. Und wieder ganz, ganz viele Rufpunkte in der Stadt.
So. Die beiden wollen etwas zu essen haben, aber die Rezepte habe ich aktuell noch nicht. Ich habe gar keine Lust zu experimentieren. Dafür ist mein Alltag zu stressig gerade. Einen habe ich schon mal. Immerhin. Mir fehlt lediglich nur noch der Flaschenzug, den wir kriegen, sobald das Ding erledigt ist. 1 Stunde 20. Die sehen so vertrocknet aus, die Gräser hier. Ob das so gesund ist? Dann haben wir ganz viele Kräuter, damit wir... Oh, 27, oh, 40. 46, das ist natürlich viel. Wollen wir die Kräuterthese weitermachen? 23 Stück. Okay, Holzkohle scheint fertig zu sein. Machen wir weitere Holzkohle. Ah, der macht Stäbe, das ist okay. Gib her! 48 Minuten hält es noch. Ist die Geschwindigkeit dann mal 200%, wenn nur eine Maschine dran ist? Naja, 100%, ist ja langweilig. So, dann haben wir diesen Flaschenzug. Das letzte für den Baukran. Und den können wir jetzt endlich hingeben. So ein riesen Baukran, Alter. So, ansonsten haben wir alles, wa? Wir sind gerade tatsächlich auf sehr, sehr gutem Weg. Wir können meinetwegen noch mehr Öfen machen. Und die da, glaube ich, waren das gewesen. An sich ist es nicht teuer, so einen Ofen zu basteln. Und zwei, drei reichen immer noch nicht. Finde ich. Ist meine Meinung. Albert! Sei nicht albern und nimm einen Baukran. Magnificent job. We'll install this right away and get to work. Heck, you might even want to place one of these in the museum someday. Der Baukran, oh nice, ein Aktenschrank. 4000 Gold und 4000, das ist aber viel. Okay, was macht der Aktenschrank? Maximale Ausdauer plus 8 wieder mal. Vielleicht kann ich da was reinstellen. Ah, der Pferd, der ist stecken geblieben am Zaun. Ich habe keinen Platz mehr. Ja, komm, den stellen wir einfach mal hier hin. Passt schon. Ja, sehr gut. Haben wir hier noch irgendwo ein Büchlein? Scheinbar nicht, wa? Ich glaube, sonst hätten wir die alle drin gehabt. Ah ja, okay. Herrlich. Oh, verdammt, ich darf die Verabredung nicht verpassen. Ach, Gott sei Dank. Kann ich mir die so wieder erinnern, Alter? Eines Erinnerung, was ist das? Um 17 Uhr? Okay, wir können uns selbst etwas erinnern, das ist natürlich auch sehr lustig. Ja, man nicht mehr, das ist okay. Der läuft selbst weiter, weil er selbst auch Strom drin hatte, ne? Ja. Gut. Vorbildlich. Ganz viele Carbonstahlbarren brauche ich jetzt. Basteln wir nicht uns einfach noch einen Ofen? Stahlplatten, na gut, da brauche ich jetzt wieder auch wieder 15 Carbon-Stahlbarren Industriekerne, aber das wird eigentlich möglich sein. Ist eigentlich easy. Dann bauen wir uns da noch ein. Bauen wir jetzt noch einen industriellen Kern, holen wir noch kurz die Marmordielen ab. Ah, ne, Fertigung.
Ich hätte es gewundert, hätte ich sie da jetzt nicht gefunden. Dann hätte ich meine Sortierung wieder in Frage gestellt. Packen wir hier noch zwei Industriekerne. Was brauchen wir dafür? Blutsteine, die ich nicht mehr habe. Okay. Ich glaube, das reicht. Ich meine, 4 Öfen, das muss dann aber auch langsam echt mal reichen. Stahlplatten. Die Frage ist, wie viel habe ich denn davon schon? Kann ja sein, dass ich welche habe. Ich bin schon im Besitz von 5 Stahlplatten. Hätte ich mir gleich mitnehmen können. Oder habe ich die im Inventar? Das kann auch sein. Ach, ist das peinlich. Ist das peinlich! Mann. Okay, dann haben wir 4 Öfen und das muss echt reichen. Also wenn ich dann immer noch nicht schaffe, dann weiß ich auch nicht, ey. Also wir sind schon echt schnell mit dem Craften, aber es ist halt immer noch nicht eigentlich genug. So, das nehmen wir mal, stellen es hier drüber. Das wird immer weiter rüber gestellt. Und man ist kein Platz mehr in die Richtung. Gestärktes Last, Zinnlegierung. Macht der auch noch Zinnlegierung? Ne, macht keine mehr. Dann mache ich jetzt hier mal Zinnlegierung. Über Holz. Holzer. Jetzt haben wir da 4 Öfen. Das ist wirklich viel. Wenn das jetzt immer noch nicht funktioniert, dann bin ich ein bisschen enttäuscht. Ich glaube, jetzt sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt. Mehr Carbonstahlbahn kann natürlich nicht schaden. Die Schweißstäbe, die sind bald auch fertig in 11 Stunden. Die brauchen alle halt immer so ultra lange. Gut, 18 Uhr. Ist der Kohlkopf fertig? Sieht reif aus. Ach ja. Oh, guten Tag. Hey! I'm learning more and more about the world from Petra. I cannot believe how. Ja, das wird schon noch. Aber er kocht nicht für mich, das ist ja schade. Wir müssen jetzt noch 2 Stunden rumkriegen. Wie schaffen wir das? Wir können bei dem Bernsteinsee angeln. Oder bei der Bernsteinbrücke. Bernsteininselbrücke. Ob wir auch so einen König kriegen? Bestimmt, wa? Man muss halt wahrscheinlich nur mal auf die Krone achten. 75 Gold für einen Seeteufel, auch nicht schlecht. Ich darf nur nicht die Zeit verpassen. .03 Ereignis, dann noch 1 Stunde bis verabreden. Na, die ist ja gleich neben mir. Ich hoffe, sie sieht mich. Na, wieder 12 Minuten vorbei. Ich meine, 75 Gold, ne? Na, Golds. Ah, es wird knapp und knapp und knapp. Okay, ich angle jetzt nur noch einmal. Und dann warte ich die paar Sekunden noch. Guten Tag. Lass uns jetzt von der Stadt abhängen. Das habe ich lange nicht gemacht. Alles klar. Let's go. Noch ist 0. Sagst du mir auch, wo du hin möchtest? Unter dem Wunschbaum plaudern, heute 7, nächster Tag 2. Zu Abendessen, wippen, schaukeln. Dart spielen. Gehen wir dahin. Wir ein bisschen Action haben. Alter, die ist zu schwer, Mann. Das Pferd kann nicht mehr. Gehen wir hier rein. Let's go!
Ist hier drin? Ob so, ne. Gut, was machen wir zuerst? Wir können Dart spielen, wir können einarmigen Bandit, wir können auch was essen. Wir essen erstmal was, wa? In der Tafelrunde essen, sicher. Was mache ich jetzt? Nach der Arbeit fahren, beschenken, bestellen, na, über Lieblingsessen reden. Ich weiß gar nicht warum, aber gebratenen Reis habe ich noch nie gemocht. Was mache ich jetzt? Nach der Arbeit fragen. Was soll ich sagen? Was denkst du über wie ist es, das Forschungszentrum zu leiten? Petra is a very smart student. Teaching her is well worth my time. Together we are discovering and analyzing new relics all the time. Was mache ich jetzt? Schenken. Ein Seeteufel. Du bist sehr großzügig. Was mache ich jetzt? Bestellen. Ich lade dich ein. Was hättest du gerne? Ich komme oft her. Nicht, dass man im Porto eine große Wahl hätte. Normalerweise sind nämlich sehr scharfe Spaghetti. Spaghetti mit scharfer Soße und Obstsalat. Nein, warte. Du musst auch unbedingt pikant gewürzte Rippchen und Bittermelonensaft probieren. Die sind sagenhaft. Das da. Ich hab vergessen, was ich sonst noch wollte. Pikant gewürzte Rippchen. Scharfe Fischsuppe war das auch dabei. Bittermelonensaft. Sie hat aber vier Dinge genannt, glaube ich. Hab ich überhaupt für Gold Geld dabei? Ist ja Wahnsinn. Ich dachte, da war noch irgendwas gewesen. Ich will auf jeden Fall scharfes Zeug. Gibt's denn noch was Scharfes? Scharfe Fischsuppe vielleicht noch? Scharfsaure Kartoffeln, das hat sie nicht gesagt. Naja, immerhin ist etwas dabei, das ich mag. Danke dafür. Wow. Nett von dir. Was mache ich jetzt? Gehen. Jetzt können wir Dart spielen. Lass uns Dart spielen. Aus 20 Gold. Das hier mal probieren. Ah, was? 20? Ist ja unfair. Du bist ziemlich gut. Ballons abwerfen. Ich habe gehört, du seist ein Ballonscharfschütze. Willst du es uns mal vorführen? Ja, Logo. Muss ich dafür wirklich 30 bezahlen, ja. Gott, das ist nervig. Nur ein Schuss übrig. Bam! Volle Punktzahl. Du bist ziemlich gut. Danke. I know. Wir haben noch einen Punkt, habe ich noch übrig. Oh, geh weg. Nicht, dass ich mich mit anderen unterhalte. Sorry. Ja, ich war es nicht. Ich wollte es nicht. Einen Punkt haben wir noch. Kommst du auf? Ich will noch etwas schaukeln gehen. Oder an den Baum bleiben. Setzen. Ich bin etwas müde. Können wir uns einen Moment hinsetzen? Sicher. Was mache ich jetzt? Plaudern, Kompliment auf meinem Schoß sitzen lassen. Arm um die Taille legen. Kompliment machen. Ich habe deine Forschungsarbeit in einer Zeitschrift. Ich bin wirklich beeindruckt. I won't be satisfied until my research is published in Vega 5's annual document. Was mache ich jetzt? Gehen. Jetzt können wir die Verabredung beenden. Das war cool. Danke für die tolle Verabredung. Wir sehen uns. So, that's what a social engagement is like. I'll have to contemplate my reaction and communicate a result to you later. Ich nehme aber gerne noch die Kamera. Achso, die will mir noch eine Antwort geben. Ich werde darüber nachdenken, was ich gesehen habe. Ist ja wie Amy Farrah Fowler und Sheldon Cooper. Du bist mir böse? Warum kann ich mich mit der nicht verabreden?
Bitte sehr. Ist kein Ding. Schenke ich dir gerne. So viel Zeug. Nice. 18 Schweißstäbe. Okay. Manganstahlbarren könnte ich machen. Steinziegel. Eisenbarren. Ich glaube, die waren auch schon wieder leer, ne? Ja. Ich habe noch 239 Holz. Und hier baue ich jetzt was? Gar nichts aktuell, oder? Eine Töpf-Töpf-Haltstelle muss ich noch bauen. Da hinten. Irgendwo am Arsch der Welt, wo ich einfach noch nicht mal ein Zeichen auf meiner Map habe. Fünf Steine. Naja. Wir würden damit entsprechend natürlich mehr versorgen können, ne? Ich glaube, ich brauche auch gar keinen Strom für, glaube ich. Sieht zwar so aus, aber So, Benzin ist aufgebraucht. Können auch die da nehmen. Machen wir noch ein paar von den Platten. Ups. Dann fahren. Jetzt kann ich nicht starten, bevor ich den Strom nicht angestellt habe. Bronzeplatten. Gar nicht so viele Bronzebarren. Hartholzzinn habe ich, Faserstoff habe ich auch, Leder können wir wieder noch ein bisschen was machen. Genauso wie Kräutertese. Habe ich nicht, okay. Dann machen wir später erhärteten Lärm oder Hart oder sowas. Wieder zwei, nice. Wir brauchen noch etwas Faserstoff, Hartholzdielen. Bronzerohre brauchte ich glaube auch, ne? So eine Kacke, ey. Na, ich habe keine Bronzebarren mehr. Ich glaube, ich hatte bei dem anderen jetzt Eisenbarren angefangen. Muss ich sagen, die Zinnlegungen reichen erstmal. Ich brauche Bronzebarren. Dann werden die gefertigt. Okay. Das da, so. Die Hartholzdielen und den Faserstoff. Jetzt brauche ich Bronzeplatten. Die erstmal noch gecraftet werden. Ich glaube, ich habe zwar schon welche, aber ist egal. Okay. Ich bin damit nicht zufrieden. Machen wir lieber die Carbonstahlbarren. Ich brauche mehr. Ich brauche das schneller. Damit ich noch einen Auftrag annehmen kann. Ich würde eigentlich erstmal pennen. Für heute. Kackpferd. Ich habe auf jeden Fall genug Gold. Ich müsste immer über 6000 sein, oder? Oder so. 6178. Ich habe 4000 dafür bekommen, dass ich den Baumkran gebaut habe. So heftig. Ich muss immer mindestens einmal zum Pferd sprinten, alle 7 Tage. Aber auch nur 4 Mal im Monat, 16 Mal im Jahr. Das passt schon. Irgendwann werde ich mir mal auf jeden Fall mein eigenes Pferd kaufen. Komm her, du kennst mich ja schon.
Handwerker, das ist das erste Mal, dass ich eine Verabredung hatte, weißt du? Sie war nicht sehr überzeugend. Ich dachte, es gäbe irgendwelche Offenbarungen oder eine Erleuchtung, aber ich schätze, da habe ich falsch gedacht. Diese Märchenbücher sind wirklich irreführend. Experiment fehlgeschlagen, was soll's. Hier, nimm die Kamera, sie gehört dir. Danke für deine Kooperation. Das Vermittlungs... Ja, okay. Das ist jetzt eine Information, die brauche ich nicht immer unbedingt. So, die Kamera geben wir ab. Lass mich kurz die Bronzebarren nehmen. Ja, Bronzeplatten. Hm. Wahrscheinlich noch nicht reichen, oder? So. Können wir hier... Will ich auch gar nicht. Alter, wo ist denn das Ding? Da hinten ist es. Dahinter. Boah, ist das nervig, Alter. Alles immer hin und her switchen zu müssen. So, die wollte ich haben. Und vielleicht noch eins machen? Ne, brauchen wir zwei für, okay. Gut, dann gehen wir erstmal die Kamera wegbringen. Und der Handelsgeld einen neuen Auftrag annehmen. Für irgendjemanden hier in dieser Stadt. Ah, einer ist noch dann da. 6 Brückenlampen. Faserstoff, Katzenjaus, Sprinkler. Kaiserkatzenjauer steht sogar da. Das stand aber vorher gerade nicht da. Hä? Ihr wollt einen Katzenjauer haben. Wir haben nichts von Kaiserkatzenjauer gesagt. Das ist natürlich kein Problem für so einen meisterhaften Handwerker wie mich. Aber natürlich alles da, ist ja klar. Was auch sonst. Naja. So, davon 2. Den Rest packe ich wieder rein. Den geben wir abgeben. Genauso wie die Kamera. Dann wird noch 2 Missionen erledigt. Wo ist der Typ? Okay, dann gehen wir erstmal die Zeitungskamera, die Kamera abgeben. In der Portia Times. Wow, that's a real camera. Must have been hard to make one. With this camera, we can really make our newspaper shine. Thank you. Das ist meine Druckerpresse. Vielleicht damit irgendwas machen? Nee. Die Kamera ist verfügbar. Die vorgesehene Taste für den Kameramodus drücken. Reliktscanner. Kamera Z. Selfie ist der Standardmodus, wenn du die Kamera verwendest. Positioniere die Kamera so, wie du möchtest. Drücke 2-mal auf die Kamerataste, um in den normalen Kameramodus zu wechseln. Aber dann werden der Spieler und die anderen Leute in der Stadt versteckt. Du kannst zusammen mit anderen Leuten der Stadt Service machen, wenn du mit ihnen auf dem Kollegen-Level bist. Wenn du später bei einer Verabredung bist, dann ist standardmäßig der Kameramodus Selfie aktiviert. Wenn du die Beziehung mit anderen Leuten verbesserst, werden mehr Haltungen für Selfies mit ihnen verfügbar. Klar. War einfach irgendwie weg. Man hat nur noch meine Kleidung gesehen. Egal, wir haben eine Kamera. Hast du hier was für mich? Schade aber auch. So. Du möchtest etwas haben. Selbstverständlich kriegst du das. Was haben wir eigentlich hier auf der Karte? Oh, wir haben bald das Reitrennen. Hey. Sehr gut, dann geht's wieder zurück. Lass mal ein bisschen Tiercode. Finde ich in letzter Zeit echt selten. Den Code der Tiere. Und habe keine Ausdauer mehr zum Springen.
die Geschwindigkeit ist gering. Aber dafür sind wir bei 120%. Na gut, statt 200% 120% sind wir auch doof. Ein bisschen schneller. Die sind schon wieder fertig, die Holzkohlen. Oh, so viele Barren, nice. Und den Stahlrahmen fertig machen, würde ich sagen. Komm mal online. Haben wir schon? Ah, noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Da fehlt noch ein bisschen was. Okay. Gut, Leute, an der Stelle machen wir eine kleine Mission. Eine kleine Pause. Und in der nächsten Folge sehen wir uns wieder bei My Time at Portia. Bis dahin. Ciao.